Hey Leute, was geht? Ketter begrüßt euch zu einer weiteren Folge von Dead Island Definitive Edition mit Nick. Und ich grüße euch auch und es geht weiter und wir haben noch viel Arbeit zu erledigen. Das ist die Jubiläumsfolge, die 30. Ja, und wir haben festgestellt, dass wir, bevor wir ins Labor gehen sollten, nochmal in den Dschungel zurückgehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil wir die Videokamera von der guten Amanda noch nicht besorgt haben. Ich würde sagen, da können wir das auch mal machen, oder? Ja, das könnten wir machen. Dann bin ich schon mal zum Dschungelcamp. Dann fahren wir mit dem Auto dorthin, schnappen uns dieses Drecksding und dann geht's auch mal wieder ab. Ja, der letzte Go. Okay, was war das jetzt eigentlich für ein Dialekt? Ich glaube, es kommt von allem dem Sächsischen am nächsten. Würde ich jetzt mal schätzen, aber ich kenne keinen Sachsen, deswegen weiß ich es nicht. Ga So. gab's nicht im Dschungel irgendwie auch noch so ein, da gab's doch nur so eine Frau und einen Typen, die im Wohnmobil dann irgendwie sind oder in so einem Bus und die du dann befreien musst. Du weißt, was ich meine, ne? Das hatten wir irgendwie noch gar nicht. Also in Riptides gab es sowas mehrfach. Hier erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran, muss ich sagen. Ich glaube, in Morris Bay gab es sogar auch noch eine Mission, wo man einen Waffenladen befreien konnte. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher. So, mal gucken, wie nah kommt man mit dem Auto dran. Na, egal, steigen wir hier aus. Das ist hier so eine Scheißstelle hier. Warum das? Die Autos ficken hier immer rum bei dieser Brücke. Ich weiß nicht, was hier los ist. Welcher Quest ist das nochmal genau? Die Show muss weitergehen, ne? Ja. Einfach, dass ich die Markierung auch mal hab. Sonst renne ich hier wieder ziellos durch die Gegend. So, hier war schon der erste Infizierte. Toll, jetzt renne ich wieder falsch. Alter, was zur Hölle? Das ist der Weg, den du mir gezeigt hast, als wir das erste Mal hier waren, ne? Nachdem wir hier einen Abstecher hingemacht haben. Achso, Ab okay. ins Geisterdorf. Ja, natürlich. Hä, wo habe ich jetzt irgendwas übersehen? What the fuck? Ah, hier ist noch ein Weg, der geht auch. Ja, es gibt genug Wege. So ein Dorf hat ja in der Regel nicht nur einen Eingang. So. Es Ich gibt. weiß nur, dass ich mich. Nick, es gibt immer mehr als einen Eingang, das weißt du doch. Ja. Und ich bin ohne Kondition, muss gegen Infizierte antreten. Ah! Hilfe, Scheißviecher hier. Ich habe da so eine Zwangskondition. Ja, das war's, ne? Oh, da kommen noch ein paar, die auf Ärger aus sind. So, Türsteher-Style, einfach umrempeln. So. Ja, das haben wir doch gut erledigt. Darauf einen Apfel oder auch zwei. Oder Ja. drei? Ey, ich hab gar keinen mehr. Egal. Musst auf deine Figur achten. Hier oben liegen aber auch noch ein paar. Ja, bin ich der Einzige, dem irgendwie das so vorkommt, als wäre das Spiel viel zu leise oder so? Wie habe ich das überhaupt eingestellt? Oder. Warte mal. Kann doch irgendwie nicht sein. Das ist Ach, man jetzt macht der hier. Sound in diesem Spiel schon keinen Ärger. Seltsamerweise macht er dieses Mal definitiv Ärger. Das hatte Gamma-Wert ich in den lässt sich nicht letzten Folgen verstellen. immer wieder mal. Hier ist alles in Ordnung. Es kommt mir einfach so leise vor, das Spiel. Ich meine, das ist sonst lauter. Es ist keine Hintergrundmusik da, was mich sehr wundert. Ja, eben. Daran liegt's. Akustisch ist gesehen, ist es laut genug. Ja, nee, auch akustisch gesehen ist es ein bisschen leise. Ja, Ich guck gleich mal nach. das stört mich ehrlich gesagt nicht so sehr, weil Ja, nee, ist es halt für den Zuschauer, weißt du? ja. Also wir hören nicht mehr als ihr, ne? Das kann man ja auch so sagen. Hier oben geht's lang. So, durchsuche Reisetaschen nach Amandas Kamera. Sag mal, haben die eigentlich auch nichts Besseres zu tun? Was denn? So eine Scheiß. Die Tür ist offen. Toll, jetzt bin ich schon oben. Egal. Egal. Wenigstens sind wir einer Meinung. Egal. Eieiei. Ich werf mal eine Granate, ne? Vorsicht. Oh, das. Du und deine Granaten. Erwischt. Ja, und den Schläger hat's dann nicht erwischt, ne? Er war ja wieder sehr erfolgreich. Der Schläger, der wird irgendwie auch nie getroffen.
wenn man es mal definitiv braucht gerade. Oh, wo kommen eigentlich diese scheiß Infizierten immer her? Geht einfach sterben hier. Ja, die spawnen einfach so aus dem Nix. Das ist voll unfair. Ich hab die Videokamera. So, können wir aber noch hier ein bisschen plündern. Hier ist noch ein Ausweis. Nee. Da ist noch ein Riesensnack, den nehme ich auch. Oh, die kommen ja von oben rein, diese blöden Viecher. Gibt's ja wohl nicht. Wow. So. Ja, jetzt kommt die Musik hier. Richtig schön gruselig hier. Schön, eine Spaltaxt. Genau das Richtige. Und eine LP4000 Batterie. Oh, und massig scheiß infiziert. Er geht sterben jetzt. Sicher. So. Verschwinden wir am besten schnell wieder von hier. Das ist nämlich wahrscheinlich so ähnlich wie in der infizierten Zone. Jetzt tauchen einfach unendlich Infizierte auf, bis man sich von hier verpisst. Naja, das wollen wir doch. Das wollen wir mal nicht riskieren, würde ich jetzt mal sagen. Es geht mir halt auch auf die Nerven. Allein dieses ständige Geschreie von den Viechern, ey. Man hätte ruhig mal ein paar mehr Töne für die entwickeln können. Aber auf der anderen Seite ist es ganz hilfreich, dass man sie so schnell hört. Alter, was soll das denn jetzt schon wieder? So, ja, Hauptsache rückwärts kommt man dann durch. Das macht natürlich Sinn. Ach, wann muss schon mal in diesem Spiel etwas Sinn machen? So, ich versuche dann derzeit mal das Auto umzuparken, was nur wieder kaum möglich ist. Diese blöde Dreckskarre. Oh. Nach links will er irgendwie gefühlt gar nicht fahren und so. Ja, danke. So. Ja, wenn die Autos in Dead Island mal vernünftig wären. Schrecklich programmiert ist das. Ich gucke jetzt gerade mal, wo wir überhaupt auf der Map überall schon waren. Ey, wir sind ja gerade mit einem Affenzahn unterwegs. Der Wahnsinn. Nee, aber ich wollte mal gucken. Hier gibt ohne Scheiß, wir waren in so vielen Teilen des Dschungels noch überhaupt nicht. Ja, yeah, ich habe nur Schlachter überfahren. Na, beispielsweise in Richtung dieser Straße hier waren wir noch gar nicht. Die ich jetzt da mal gibt's, es gibt noch eine Nebenmission hier im Dschungel von irgendeiner Frau auf einer Brücke, glaube ich. Ne? Das ja, müssen ja, wir auch unter anderem. Würde ich sagen, können wir auch nochmal. Also wir grasen jetzt hier nochmal alles ab. Ich glaube, ich habe diesen Wohnwagen gefunden, von dem ich vorhin geredet habe. Dann können wir auch nochmal Jason besuchen. Ich hätte nämlich Bock auf die Kettensäge. Du weißt, wo der ist, oder? Ja. Ungefähr. Im Ernst? Cool. Ich hoffe es. Ich war schon eine Weile nicht mehr dort. Schon ein, zwei Jährchen her. Let's take a look. Alter, ohne Scheiß immer dieses Lispeln, ne? Oh, Mann. Dass die Charaktere mir im Weg stehen, das ist immer noch... Boah, das ist so nervig. Hat der Entwickler gedacht, er tut den Leuten damit was Gutes oder was? Ja, die Spaltaxt ist ja einhändig. Und ziemlich leicht, das ist ja geil. Äxte sind saugeile Waffen. Mit den Handbeilen sind sie sogar, aus meiner Sicht, die besten scharfen Waffen. Detox-Gewehr haben wir als Belohnung bekommen. Das heißt, wir können unsere Gewehre jetzt vergiften. Cool. Ich habe ja das, ich habe ja auch ein Gewehr wieder bekommen. Mhm. Ich guck auch mal, ob ich da irgendwas vergiften kann. Nee, leider nicht. Verkrüppeltes Tonfahr habe ich noch gekriegt. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber... Soll ich fahren? Ich habe nämlich noch eine Stelle, wo wir überhaupt noch nicht waren. Kannst du, aber ich gehe erst nochmal zum Händler und verkaufe ein bisschen meinen Müll hier. Okay. Kann man hier nicht irgendwie rüberrutschen? Ja, ein Glück, das geht. Okay, ich warte dann einfach im Auto ganz kurz. So, mal gucken, was hat er noch hier in den Ton versteckt? Ja, ist auch Müll, das kann ich dem ja auch wieder andrehen. Ist ja nicht so, dass er wüsste, dass das 50 Meter von ihm entfernt liegt. So das, geil das ist das Geilste sowieso, ja. Das sind 400 verdiente Dollar. Und sowas kann ich durchaus eine Profi von mir reparieren lassen. Kann man eigentlich in die Richtung jetzt noch geradeaus fahren ein bisschen? Ich habe einen anderen alternativen Weg. Ja, kann man. Genau, ich fahre jetzt einfach einen Weg, wo wir noch nicht lang gefahren sind, okay? Bist du schon eingestiegen? Ach ja, da jetzt. Bin ich. Okay. Vroom. Du willst wahrscheinlich da unten dieses eine markierte, ne? Ja, genau. Ja, da ist auch diese Brücke. Einfach, dass wir mal ein bisschen vorankommen hier. Also nicht grundsätzlich. Komischerweise ist die Taschenlampe jetzt angeblich an. Wird sogar eine ziemlich langweilige Jubiläumsfolge, weil hier gar nichts Hauptstory-mäßiges oder so passiert. Wir machen einfach nur die Nebenmission, aber es ist ja nur das. Ja, siehst du, da haben wir schon. Entfernte Brücke. Hier ist eine Mission. Da gibt's sogar gleich mehr. Warte mal. Überfahr die Viecher doch einfach. Und so. Einmal schön rückwärts. Ja, noch daneben. Ja, rückwärts mit Außenspiegel vorne dran ist natürlich schwierig zu zielen.
meine Güte, ich steig aus. Geht ja viel schneller, wenn man da selber Hand anlegt. Dabei ist er nicht mal tot. Stoß mich ja nicht die Brücke runter, das ist tödlich. Entschuldigung. So, der ist auch down hier. Oh, schön, $1,000. $1,000, gute Bleich. Ach so, ich dachte gerade schon, wo kommt die denn jetzt her? Die war unter dem Auto. Ja, 3000 Mäuse, was hast du noch? Baba, Dorf, irgendwas, keine Ahnung, uninteressant. Und jetzt will sie noch was und ja, jetzt sollen wir alle Kisten mit Medikamenten sammeln und wir wissen nicht mal wieso. Aber wir sind ja nett und helfen ihr. Ja, die Mission ist da durchaus gefährlich. Hier fällt man schnell mal irgendwo runter. Hier. Es gab, glaube ich, eine Möglichkeit, das alles auf einmal zu erledigen. So. Hier ist eine Medizinkiste. Wow. Da drüben liegt auch eine drauf. Eieieiei. Ah, hier. Was für ein Geschaukel. So, ich habe auch noch eine Kiste. So, wie soll ich jetzt von hier bitte wieder heil zurückkommen? Ah, hier geht's. Guck mal, wo ich... Ey, Moment mal. Ich kann noch rüber. Cool. Uah! Du hattest recht mit dem Tricky. Da hinten ist ein Schlachter. Scheiße, er kommt nicht zu. Ich vertraue einfach zu sehr auf Dead Island, dass es mal funktioniert. Der Schlachter ist runtergefallen. Obwohl das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Nein, ich bin auch runtergefallen. Oh, fuck. Ey, was ist denn das für eine Krutzi-Stelle, ey? Hier, ich belebe dich wieder. Danke. Ach, ein Schlachter. Ich bin nämlich leider auch runtergefallen. Alter, hau dich ab, hier ist ein Schlachter, Junge. Ey, hier ist ein Camp hier hinten. Ja, das ist Jasons Camp. Nee, hier gibt's so ein paar Zelte irgendwie. So, scheiß Schlachter, der ist down. So. Bam. Cool, das habe ich noch nie gesehen. Deswegen, ja, ich wollte ja mal gucken. Verstehst du, ich habe das so in der Entfernung gesehen und dann bin ich direkt hingerannt. Voll begeistert. Ey, da schießen Leute auf uns. Da sind noch mehr, oder was? War einer mehr. Seine Waffen kassieren wir als Schmerzensgeld ein. Okay. Warte mal, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ich muss mal auf der Karte gerade gucken. Wir sind jetzt gerade in unbekanntem Gebiet auf jeden Fall. Ja, also erkunden wir wenigstens die Karte noch ein bisschen. Ja, das mit den Medizinkisten können wir ja gleich noch machen. Oleander, ja. Ja, jetzt kommen wir hier auf eine reguläre Straße. Willst du das mit den Medizindingern da eben fertig machen? Willst du nicht mitkommen? Jason wartet auf mich. Ich wollte noch ein bisschen geradeaus laufen hier. Ich habe den Trailer da gefunden, diesen Wohnwagen. Ich gehe den Leuten mal eben helfen. Ja, dann komme ich ja mit, um die Belohnung auch zu kassieren. Dann gehen wir gemeinsam noch dieses Medizin wegbringen und Jason... Also ich wette, die sind das. Ah, stimmt, das meinst du? Ja, klar. Ja, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Ah, jetzt? Ja. Hat jetzt aber gedauert. Abgesehen von der Tatsache, dass es ein Bus ist und kein Wohnwagen. Ich habe ja gesagt Wohnwagen oder Bus, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ist das total still gerade alles. Ich weiß jetzt selber nicht, womit ich das verdient habe, aber naja. So. Ja, die waren das. Jesus Christus. Gefährliche Kampfsichel. Oh, sie ist mir runtergefallen. Dann schmeiß ich halt irgendeine Drecksware weg. Ach, ist jetzt schon weg. So, da oben ist auch noch irgendwas drauf. Ups, hab's. Geld. Da muss man mal besser aufkommen. Ja, hier außen ist so ein Feld. Zwiebelkuchen. So, gar kein Problem, hier ranzukommen. Prima, Geld. Boah, Alter, mir geht's so scheiße heute irgendwie, als ob ich krank wäre. Ach, nee. So, die Kisten haben wir gesammelt.
Dann kehren wir am besten mal zurück zu dieser Schlampe und kriegen als Belohnung ein Stück Apfelkuchen. Ein Stück Apfelkuchen, als ob. Naja, man wird ja noch träumen dürfen, oder? Wäre mir jetzt sogar lieber als ein paar tausend Dollar. Ich hätte jetzt lieber Bock auf Apfelkuchen. Ja, Apfelkuchen mit Schokolade. Boah. Echt? Das kenne ich schon. Habe ich mir auch gerade nur so eben ausgedacht. Wäre aber durchaus eine Überlegung wert. Wieso eigentlich nicht? Oh, dieser Scheißbildschirm bei mir, ey. Das ist der immer wieder... Ach, sieh an, das Lager, in dem vorhin noch die Menschen waren, haben jetzt Zombies belagert. Ja, super. Belagert. Oh, das ist verdammt gefährlich hier. Ja, super. So, die sterben, Drecksvieh. Lol. Jetzt bin ich außen vor. Okay, hier ist noch so eine Werkbank. Aber ich wollte ja eigentlich... Komisch. Ich habe irgendwie völlig den Pfad verloren. Tja. Aber wer kriegt das schon nicht mehr hin, ne? Also, das wird schon irgendwie wieder gehen, okay. Scheinbar will das jetzt gerade irgendwer nicht. Tja. Das ist sogar so abgesichert, dass man da nicht hochkommt. Okay, alles klar. Alles klar. Dann soll es halt einfach nicht sein. Ja, ja. Du blödes Spiel. Ne? Blödes, blödes Spiel. So. Ah, schon wieder so viel gerannt. Ich brauche eine Verschnaufpause. Ja, ich glaube, ich habe den Eingang. Ja. Da waren wir schon. Ach du Scheiß, wo bist du denn gelandet? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Es ist blöd, dass man bei Nebenmissionen nicht spawnen kann, weil ich bin jetzt schon da. Jetzt sind ja schon wieder neue Zombies hier im Camp. Oh, oder? Da ist ja noch eine Kiste übrig. Ey, ich krieg das kalte Kotzen, ey. Pass mal auf, ich sammle das auf und falls ich runterfalle, kannst du mich ja heilen. Ja. Wo ist es? Im Grunde spricht jetzt nicht so viel dagegen. Allerdings ein kleines bisschen. Ach, schon wieder ein Schlachter. Mann, ey, warum hab ich jetzt immer wieder die ganze Scheiße mit diesen Viechern am Hut? Ach, er fällt zu dir runter. Och nö. Gut, das ist ja dein Problem. Ich renne einmal außen rum. Erstmal nochmal eine rauchen. So. Schön Marlboro oder sowas. Irgendwas Schönes. So richtig ja. Schön zum Buffen, zum Smoken und so. Ich muss den Computer auch mal wieder neu starten, aber jetzt geht's gerade noch. So, ich hab die Medikamente. Vor allen Dingen, wenn man das wenigstens zu der alten jetzt bringen könnte, weil ich stehe direkt hier oben. Und warte gerade. Aber nein, wir müssen wieder irgendwo hinrennen und dann irgend so ein Assi beliefern. Habe ich ja Bock drauf. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab. Drachenlord. Der Lord. Schweiner Schinkler, so. Alter, das ist Jason, das ist, oder? Ja, das ist Jason. Jason. Cool. Und wir haben noch 3 Minuten. Schaffen wir den in der Zeit? Ja, klar. Hi, Jason. Boah, eieiei, der Schlatten netzelt mich ab hier. Was denn? Ich bin tot. Ja, warte. Meinst du ein Gewerbe? 11.000 Dollar. Alter, ein Schlag und tot. Ah! Ja, komm, dich kann ich noch retten. Ey, wo bist du? Wo ist deine Leiche? Oh, schon wieder tot, ey. Ich fass es nicht. Ich steig gleich aus bei der Scheiße hier. 11.000, jetzt 8.000 Dollar, ey. Wollt mich doch verkohlen, ey. Im Ernst? Ey, jetzt reicht's aber, ne? Schlachtet ihn! Ich hab ne gute Idee. Pass mal auf, du lenkst hier mit Schüssen ab. Ich hab ne Idee, wie wir ihn besiegen können. Jason muss sterben. Versuch den irgendwie abzulenken. Junge, werf eine Granate, beeil dich. Ja, das bringt nicht viel. Doch. Ich hab gleich was. So. Ach, die Kettensäge willst du verwenden? Ja, auf die reagiert er nämlich hochallergisch. So. Jason, wo bist du denn? Ich hab nur noch 15 Schuss oder so. Ja. So, das war's mit ihm. Jawohl. Gib her. Jasons Machete. Die ist vor allen Dingen nicht mal unbedingt so stark. Die ist überhaupt nicht stark. Aber du kannst sie als Zeichen deines Triumphes über ihn behalten.
Ich hätte auch gerne mal die Kettensäge zwischendurch, um den Leuten das einfach mal zu zeigen. So, jetzt musst du immer wiederkommen, aber ich kann sie dir auch traden, wenn du willst. Ja, später. Können wir machen. So, dafür muss ich zwar mein Boot zurücklassen, damit kann ich auch durchaus leben, mit diesem Verlust. Können wir nochmal, Alter, das bezahlt er mir. Ich habe so viel Geld verloren. Dieser blöde Spasti, ne? Mal gucken, die bringt's jetzt auch nicht so, die Machete. Das Beil, ja gut, kraftlos Machete. Ne, die ist ja wirklich total scheiße. Die Kettensäge ist eigentlich auch voll behindert, die ist nur so eine seltene Waffe halt. Ja, so überhaupt, die bringt irgendwie nichts, weil die total schnell im Arsch ist. In Riptide hingegen ist die Kettensäge saustark, finde ich. Ja, aber die kriegt man auch genauso selten. Du kriegst eine bei der Endmission, wo du gegen Harlow kämpfst, und man kann aber auch gelegentlich zufällig welche finden, meine ich. Also sie ist schon mal häufiger. Aber die Indoor-Missionen sind auch nicht viel besser als die Abwasserkanäle, aber wenigstens ist es was anderes. So, ey, was ist denn jetzt unsere Mission eigentlich? Ich hab wieder bring Paul die mit. Ach, wir müssen die zu einem anderen Typen bringen. Oh, sag das doch gleich, du blöde Fotzermann, ey. So, ich muss hier umdrehen. Wow, wow. Das war ja das, worüber ich mich aufgeregt hatte. Ach, man kann. Man wird wirklich verletzt durch die Autos. Das war aber früher nicht so, oder? Das ist einfach eine Kacke. Nee, also wurde ich jetzt nicht, aber. Ist durchaus realistisch, aber naja, dann kommen ja die ganzen Russen und Polen-Kiddies, die einen da wahrscheinlich die ganze Zeit überfallen, ey. Überfahren. Also was soll denn der Scheiß, ey? Wann immer irgendwie Friendly Fire möglich ist, wird das ausgenutzt. Jedes Mal. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich im nächsten Part wieder, würde ich sagen, ne? Jo, ciao. Bis dann, ciao.